Moin moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld. Und während Brian da gemütlich liegt und den Sternenhimmel betrachtet, redet er mit Laumau über Reinigen. Vermutlich reden die hinter Wuselines Rücken über ihre kleine Putzwut, habe ich den Eindruck. Aber es gibt Schlimmeres. Was wir aber mal fertig machen sollten, wäre dieses schöne Bauprojekt. Wo ist Mücke denn? Ist er noch hier am Tun und Machen? Was machst du hier? Trägt Stahl zur Lagerzone, ja? Was macht er denn da? Warum kommst du nicht voran? Kauernd. Mal sehen, wie lange der Zustand anhält. Das kannst du mal tragen, so. Jetzt geht's doch. Friedensgespräche. Gar nicht mal so weit entfernt. Ist jetzt nur die Frage, wollen wir es riskieren oder nicht? Wir lassen uns erstmal noch ein paar Tage Zeit. Wir können es ja. Und dann können wir immer noch sehen. Aber im Moment möchte ich einfach erstmal sehen, dass hier wieder Ruhe einkehrt. Soweit möglich. So. Ach, das braucht noch 25 Tage. Leck mich sonst wo. Das ist nicht gut. Oh, wenn zumindest der Fernseher wieder laufen würde, das wäre schon mal ein großer Gewinn, wenn wir das wieder hätten. Frei nach dem Motto, ihr könnt alles mit mir machen, aber nehmt mir nicht das Fernsehen. Wuseline ist zusammengebrochen. Das ist insofern schön, weil damit hoffentlich auch bei ihr wieder etwas Ruhe einkehrt. Nein. Kopie bauen? Ach, komm, machen wir mal so hier. Wird schon. So, und hier haben wir wieder Mais ohne Ende. Das mag ich. So, und Stahl haben wir vorrätig gerade. Perfekt. So, dann müssen wir weiter hier buddeln. Oh, das ist eine schöne Ader. Das mag ich. Das ist schon... ist Balsam für meine geschundene RimWorld-Seele. So, und hier darf gerne... verrottet, weil... aber dafür, dass verrottet ist, noch ganz gut in Schuss, ehrlich gesagt. Das Zeug hier kann gejagt werden, glaube ich. Dann brauchen wir mal kurz eine Lagerzone für Fleisch. So, ist zwar etwas weit weg, aber egal. So, hier kommt rein. Warte mal, wo haben wir es denn? Rohes Essen. Fleisch. Insektenfleisch, wo haben wir es denn? Wobei, nee. Wir lassen das, wir verarbeiten das doch irgendwie in... müssen wir mal hier mal so bevorzugt sagen, dass wir hier jegliches Fleisch ausmachen, außer Insektenfleisch. Soll das Zeug mal schön verballert werden. Bin ich mal für zu haben. So, jetzt wird Insektenfleisch genutzt. Yes! Und das Gute, wir kriegen jetzt auch endlich wieder Tierfutter zusammen. Hier ist sogar schon was drin, perfekt. Unsere Tiere werden uns also auch nicht verhungern. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Unsere Kolonisten sind auch alle wieder heil, perfekt. Bionische Gliedmaße. Stimmt, da war ja was.
Können wir auch demnächst machen. Also es geht alles wieder in die richtige Richtung auf jeden Fall. Daddel trägt keine Kopfbedeckung, weil gerade drinne. Das macht Sinn auf jeden Fall. So, draußen. Das passt schon. Aber ich habe auf jeden Fall stilvolle Kleidung. Sonnenfinsternis, ja, das stört jetzt nicht so wirklich. Tut vielleicht Hitzewelle sogar eher noch gut. Man weiß es nicht, man munkelt. Ah, es dürfen wieder Speisen hergestellt werden. Aber Überlebensrationen werden jetzt wieder mehr. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Wenn wir da die Vorräte ein kleines bisschen auffüllen. Wir können es gebrauchen und das Geschütz wird auch gebaut. Perfekt. Dann brauchen wir allerdings schon wieder eins davon. Aber wir brauchen auch hier Timo. Nee. Wer soll das denn bauen hier gerade? Wer ist unser Bob der Baumeister im Moment? Brian. Oder Laumau. Laumau noch mehr. So, wenn du damit schon fertig bist. Ach, wird schon gebaut, okay. Kümmert sich Laumau drum oder wer kümmert sich? Laumau kümmert sich. Sehr schön. Kobra macht Jagd auf. Ja, fick die Henne da. Warum haben wir hier eine Kobra? Ich weiß es nicht. So, Raven. Du musst mal hier deines Amtes walten. Indem du auf die Kobra ballerst. So, und wenn die angreift, dann wird hier richtig Bambule gemacht. So, aber greif nicht an. Wieso haben wir hier mittendrin eine Kobra? Ich verstehe es nicht. Ich hasse dieses Spiel, aber ich liebe es. Es ist furchtbar. Ich weiß nicht, teilt ihr auch meine Hassliebe auf dieses Spiel? Man will es hassen, aber es geht nicht so wirklich. So, Blackie, was machst du denn hier? So, Sonnenfinsternis ist schön, Zwang. Ja, wir haben wieder eine saubere Kolonie. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist so mein Lieblingsdurchdrehen. Das ist noch immer so mit so einem kleinen bisschen Augenzwinkern. Es gibt schlimmere Sachen. Und ich habe doch immer kein Fernsehen. Aber einen extrem eindrucksvollen Speiseraum. Was wollen wir mehr? Oh, und wir haben jetzt mehr als genug Stahl. Das gefällt mir richtig. Können wir hier auch nochmal das Ganze wegballern und am Ende glücklich sein. So, wir können ja Theo praktisch noch weiter buddeln. Bis zum geht nicht mehr. Rettung? Ach so, Rettung wird geleert, ja. Jetzt verstehe ich wieder. Das darf man gerne jagen. Bitte wart. Den versuchen wir mal zu zähmen. Panther retten. Jo macht das schon. In der Hoffnung, dass er nicht gebissen wird. Peppeln wir den mal auf. Zack, dann brauchen wir noch mal ein bisschen erste Hilfe, ne? Das geht doch alles. Jo. Ach, Kryo-Schlafkapsel haben wir ja auch noch. Nee, dann nehmen wir mal hier Gedönsbums, hast du nicht gesehen. Blackie hat gerade anderes im Sinn. Ach, behandeln erfolgt bereits. Perfekt. So will ich das doch haben. Dann muss sich Jo nur noch irgendwie ums Zähmen kümmern. Ich hoffe, der bleibt schon allein aus Dankbarkeit, dass wir ihn gerettet haben.
Könnte natürlich auch voll nach hinten losgehen und mitten in der Kolonie fällt das Ding über irgendjemand her. Könnte genauso gut passieren. Wäre auch scheiße, aber es würde in die Ereignisse der letzten Tage reinpassen. Boah, Fallen werden aufgebaut? Ich glaub's nicht. So, hier fehlen auch nur noch ein paar und dann haben wir wieder das ganz normale Leben. So, hier dürfen gerne mal die Tiere endlich tragen. Ich weiß nicht, warum die Tiere das gerade nicht machen. Warum tragt ihr nicht? Ich verstehe euch nicht. Manche Dinge muss man auch nicht verstehen. Ich muss nur dafür sagen, dass Kraftstoff produziert wird, glaube ich. Haben wir noch Kraftstoff? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schön, wenn wir Kraftstoff hätten. Wir brauchen Kraftstoff. Aber reichlich. So, und Insektenfleisch ist auch so gut wie verarbeitet. Allerdings müssen wir jetzt trotzdem leider wieder auf allgemeines Fleisch umsteigen. So ist es halt. Da müssen wir durch. Durch den Lurch. So, was wird denn hier gemacht? Achso, das wurde nur eingelagert. Aber perfekt, hier guck mal, 1000 etwas. Jetzt müssen wir auch noch wieder etwas Holz im Lager haben und dann bin ich glücklich. Das Holz wird, glaube ich, gerade benutzt für, genau, Treibstoff. Man mag es kaum glauben. So. Warum trägst du keine Sachen? Du könntest mal arbeiten, Elefant. So, mal sehen. Wer kümmert sich darum? Eric holt was. Ah nee, Eric fällt nur Bäume. Ja, die nächsten Zusammenbrüche gehen los. Perfekt. Bestens. Und noch immer fühlt sich niemand zuständig, ein bisschen hier zu holen. Das ist ziemlich garstig. Also Tiere, unbegrenzt bedeutet, ihr dürft auch Dinge für mich tun. Ich erlaub's euch. Im vollen Umfang meiner Güte. Händler exotischer Güter. Ja, komm. Das nehmen wir doch gerne. Da wollen wir doch gleich mal, wenn Wuseline aufsteht, entsprechend handeln. So, ab 6 Uhr können wir sie zur Not auch zwingen. Döner Frikadelle hat aufgehört, jeden zu beschimpfen. In der Nacht ist ja auch nicht ganz so schlimm. So, da. Wurminfektion bei Brian, Timo, Daddle und Raven. Raven hat ja sonst derzeit keine Probleme. Sehr nett. Ach, da ist einfach der Wurm drin. Wir können Schlangen kaufen, wenn wir wollen. Wollen wir aber nicht. Das ist das Problem. Hightech-Teile. Elefantenstoßzähne könnten wir kaufen. Aber eigentlich verkaufen wir so ein Kram ja eher. Wir hätten hier einen riesen Flachbildfernseher sogar zur Auswahl. Gibt es irgendwas Tolles, was wir hier kaufen könnten? Nanofaser zum Beispiel. Ja, komm. Wir holen uns neue Nanofaser. Wir müssen das Geld, ja. Moment. Hatten wir nicht mal Reichtümer? Wo sind die hin? Ich bin skeptisch. Oder wurde unser Lager irgendwie beballert? Ja, wir haben hier doch noch ohne Ende Silber rumliegen. Oder wir haben nur eine. Da müssen wir mal gucken. Diverses Orbitalfeuer. Ja, wer weiß, wodurch das kaputt gegangen ist. Da
Haben wir eins? Hier haben wir im Moment echt gar keins. Doch, da. Nee, das ist nur eine Lampe. Ich erkenne das Problem langsam. Und entsprechend ist all unser Reichtum, der da drin ist, nicht zugänglich. Ich glaube, hier hat irgendjemand reingeballert. Aber es ist innen, glaube ich, alles. Mal kurz gucken. Irgendwie können wir uns ja mal anzeigen lassen, Dach erstellen. Hier sollte eigentlich überall ein Dach sein. Im Normalfall. Ja, machen wir hier auch nochmal. Dach. So, und nebenbei, wir haben ja jetzt wieder das dicke Zeug, sage ich mal. Können wir uns auch leisten, nochmal ein weiteres Geschütz zu bauen. Warum nicht? Und auch hier dürfen wir wieder mal ein bisschen, ne? Ach, die Sandsäcke wurden noch gar nicht repariert. Was sind das denn für Lappen? So, Blackie. Erntet Ameisenbaum. Ah, und da wird zumindest auch mal Holz geschnappt. Ja. Erik, ich habe eine Idee. Oder Timo? Mache ich den hier zum... Ja komm, ich mache Timo zum... Nee. Timo zum Träger, ja. Und auch... Simi muss jetzt gerade nicht unbedingt kochen. So, haben wir zwei Träger mehr. Das wird, glaube ich, nicht unser Schaden sein. Hätte ich vielleicht vormachen müssen schon. Aber Hauptsache Einsicht, ist egal, wann die kommt. Wenn sie denn kommt. Ui. Hier haben wir ja auch noch. Ja. Das müssen wir bei Zeiten auch abbauen. Aber noch sind die Zeiten nicht gekommen. Au, holt sich Holz. Perfekt. Och nee. Jo. Du darfst mal dich verpieseln. Oh Mann. Dünne. Ryan, Mr. Junior, helft. Panther rächt sich. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass der mit der Gesamtsituation unzufrieden ist. Ach, Menno. Also so, die Kollegen hier dürfen auch mal wieder zivil sein. Ich habe es zumindest versucht, den zu zähmen. Es wollte einfach nicht sein. Döner, wie geht's dir? Rechter Ringzieh, abgeschlagen. Du siehst so abgeschlagen aus. Giftiger Niederschlag. Scheiße. Das mag ich nicht. Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier unsere Kolonisten nicht zu lange draußen rumlaufen haben. Ja, schöne Scheiße, wie man so schön sagt. Da würde ich doch echt mal sagen, dass wir mal kurz gucken. Ja, das überlegen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Daddlezeit mit Rimworld. Zumindest trifft uns der giftige Niederschlag jetzt nicht in unserer allerschlimmsten Phase. Es ist alles machbar gerade. Und von daher sehe ich dem eigentlich positiv entgegen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.